Gehört ihr auch zu diesen Menschen, die früher von Party zu Party gezogen sind und heute fast eine Panikattacke bekommen, wenn sie im Supermarkt Tomaten kaufen wollen? Ich finde es irgendwie voll krass zu beobachten, wie sich Ängste so über das Leben entwickeln können. Dazu können auch veränderte Lebensumstände oder gesellschaftliche Entwicklungen auch beitragen. Aber das Ding ist auf jeden Fall, Ängste gehören zum Leben dazu. Und die sollen uns ja auch eigentlich beschützen. Aber die können auch schon echt krass nerven, vor allem wenn sie einen irgendwie von coolen Möglichkeiten abhalten oder einfach schöne Situationen kaputt machen. Und deswegen schauen wir uns die heute mal an. Jeder von uns hat seine Ängste mitgebracht und wir gucken, wie wir damit umgehen, was die mit uns machen. Und ich würde sagen, let's go. Lass raus, der Meinungspodcast von Brust raus mit Valeria. Ich glaube, man muss vielleicht eher bei mir wissen, wenn ich einen Konflikt nicht mehr anspreche, dann habe ich kein Interesse daran, den zu lösen. Und dann ist es halt eher das Problem, weil das ist dann viel schwerer als etwas, was man einfach mal kurz besprechen kann. Aurora. Ich habe extreme Angst vor Hornissen. Sobald ich die irgendwo einfach nur höre, könnte ich anfangen zu weinen, oder? Ich habe Angst vor Steckdosen. Ich glaube, es sind die Hornissen, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Wer kann lügen und wer nicht? Ich wollte doch sagen, dass ich voll Angst habe, mein Handy aufzuladen. Ich habe gerade momentan nicht so viel Angst, irgendwie meine Existenz zu verlieren, weil ich das einfach schon mal ganz extrem hatte, als ich eben frisch Mama geworden bin und dann hatte ich keine Wohnung. Ich habe auch Pfandflaschen gesammelt und so zu der Zeit und habe selbst dann auch mal, das war nicht lange, aber so für 2 Monate selbst nicht viel gegessen, dass eben meine Tochter was essen konnte. Und deswegen schätze ich das voll, dass ich jetzt einen Job habe und eine Wohnung und bin da immer wieder voll dankbar für. Und Shannon, zusammen mit euch, der Community. Also ich sehe das richtig krass bei der kleinen Schwester von meinem Partner. Die klettert halt irgendwo hoch und sieht gar nicht so das Risiko, während ich schon so daneben stehe und so 1000 Szenarien im Kopf habe, was jetzt passieren könnte. Wir landen im Krankenhaus, keine Ahnung. Und sie macht einfach so, lalala, mal gucken, was passiert, weil sie sich halt keine Gedanken darüber macht. Bevor wir uns heute bewusst mit Ängsten auseinandersetzen, die euch teilweise selbst beschäftigen, erkläre ich kurz, was wir so grundsätzlich unter Angst verstehen. Angst ist eine Emotion, die sich durch Anspannung, Nervosität, innere Unruhe oder Furcht äußern kann. Und man kann Angst vor einer Situation haben, aber zum Beispiel auch vor einem bestimmten Objekt. Es gibt auch Angst, die keinen klaren Auslöser hat. Und eigentlich ist Angst auch etwas ziemlich Sinnvolles, weil es eine Art Schutzfunktion ist. Wir vermeiden zum Beispiel oder flüchten aus Situationen, die Schmerzen oder Verletzungen auslösen können. Und Angst kann auch etwas Kurzfristiges sein, also wirklich, dass man nur in einer bestimmten Situation Angst hat, aber auch etwas Langfristiges oder langfristig einen Einfluss haben. Und da kann es von einer ängstlichen Persönlichkeit bis hin zu krankhaften Angststörungen gehen. Und ich persönlich empfinde Angst als jetzt nicht ein so geiles Gefühl, aber es kann eben auch dazu führen, dass man produktiver ist beispielsweise. Und wenn man sich zum Beispiel auch mit seinen Ängsten auseinandersetzt, kann man auch viel über sich und seine Emotionen lernen. Und ich weiß, dass es in dieser Folge ziemlich deep geht, weil ihr teilweise Ängste mitgebracht habt, die euch wirklich auch im Alltag beschäftigen oder sogar wirklich belasten. Und ihr habt euch jeweils eine kleine Angst rausgesucht, die euch im Vergleich zu eurer persönlich großen Angst ein bisschen weniger beschäftigt, was nicht heißt, dass diese kleine Angst auch eine große Angst für jemand anderes sein könnte. Und weil es so deep heute wird, steigen wir auch einfach mal richtig deep ein. Und ich stelle euch mal ein paar Fragen, auf die ihr mit eurem ersten Impuls gerne antworten dürft. Und zwar, habt ihr Angst vor der Unendlichkeit? Safe. Ja. 100%ig. Und das kam schnell. Ja, ich finde es voll gruselig, wenn man sich da reinsteigert, also so in den Gedanken von, wir fliegen durch einem, also durch irgendwie die Unendlichkeit auf einem, weiß ich nicht, auf einem Ball, Erde, weiß ich nicht, wohin fliegen wir, wieso wird sich das ins Unendliche immer ausbreiten? Ich finde das total beängstigend, je länger man sich damit beschäftigt. Ja, es ist halt voll unbekannt und es ist etwas, das ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ich kann es einfach gar nicht greifen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite macht es mir schon Angst, auf der anderen Seite gibt mir das aber auch so ein bisschen Frieden, weil ich mir denke, wir sind so klein, dass es dann auch echt egal ist, was ich gerade hier mache. Also so nicht hier, aber so in manchen Situationen denke ich mir dann so, okay, ich bin eh so eine kleine Ameise. Was ich auch cool daran finde, ist zu wissen, ey, es gibt noch so viel mehr. Also es ist nicht nur das, was man kennt. Es ist nicht vorstellbar, was eigentlich noch alles existieren könnte. Das finde ich geil. Ja. Habt ihr Angst davor, irgendwann mal vergessen zu werden? Oh,
Wir sind ja jetzt alle im Internet auf ewig durch unsere Videos, mehr oder weniger, da. Mhm. Ob die dann vielleicht irgendwann irrelevant werden, kann natürlich sein, aber mir ist es theoretisch egal. Also, wir sind dann ja eh nicht mehr da. Eben. Ich habe mich auch öfter mal gefragt, ob es wichtig ist, dass man etwas zur Gesellschaft beiträgt, die dann über Generationen und Jahrzehnte, aber das ist ein unfassbar unrealistischer Anspruch. Mhm. Und deswegen sich irgendwie davon frei machen, ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich finde es viel schöner, wirklich darauf zu achten, dass das Leben, was ich halt jetzt hier habe, einfach schön ist und ich das mit Leuten verbringe und teile, die ich gern habe. Kleiner Themenwechsel. Ich war vor ein paar Tagen auf einem Festival und war 3 Tage ohne Handy gefühlt unterwegs. Und dann bin ich da am Sonntag nach Hause gekommen und habe aufs Handy geschaut und habe so meine Social-Media-Apps geöffnet. Und was ich da gesehen habe, das hat mir einfach ein bisschen Angst gemacht. Und zwar waren das die Europawahlen bzw. die Ergebnisse der Europawahlen. Ja, und da habe ich dann eben gesehen, dass die AfD einfach die 2 stärksten waren. Und das hat in mir ein totales Unbehagen ausgelöst, vor allem, weil das ja auch viele junge Leute waren, die gewählt haben. Vor allem auch, wenn ich mir das Wahlprogramm anschaue, dann denke ich mir so, warum habt ihr das gemacht? So. Aber ja, die Generation, also unsere Generation, Gen Z, die dürfen ja auch alle unterschiedliche politische Meinungen haben. Aber was tatsächlich relativ ähnlich ist, sind die Sorgen und die Ängste, die Gen Z hat. Und da habe ich euch eine kleine Studie mitgebracht. Eine Trendstudie, die immer mal wieder gemacht wird seit 2020. Und da werden 2000 junge Menschen gefragt zwischen 14 und 29 Jahren, über was die sich eben einfach so Sorgen und Gedanken machen. Die haben auch ein Sorgenranking. Und ich dachte mir jetzt, bevor ich einfach dieses Sorgenranking so runterratter, bringe ich euch die Sorgen mit. Und ihr dürft von 1 bis 10 durchnummerieren, was die stärkste oder die größte Sorge ist und die kleinste Sorge von der Generation Gen Z. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die Studie kurz vor den Wahlen rausgekommen ist. Die größte Sorge ist die Nummer 1, die kleinste Sorge ist die Nummer 10. Was mir vorhin aber nochmal aufgefallen ist, dass es eigentlich nur 7 Plätze gibt. Also ein paar haben ähnlich viele Antworten. Und Aurora, du darfst jetzt hier mal hingreifen. Da habe ich die Zettel nämlich hingelegt. Ihr dürft das schön ordnen. Auf dem Boden? Auf dem Boden. Okay. Genau. Valeria, die hat jetzt hier die Wirtschaftskrise mal an Platz 1 platziert. Okay. Aurora meint, dass Wirtschaftskrise und Krieg in Europa und Nahost sich den ersten Platz teilen. Okay. Wohnungsnot und Inflation sind gerade auch gleichgestellt. Okay, sie sind sich ein bisschen unsicher. Mhm. Gucken sich noch die anderen Karten an. Aurora hat gerade Klimawandel in der Hand. Es gibt aber noch Altersarmut, Spaltung der Gesellschaft, Zusammenbruch des Rentensystems. Sie sind sich gerade am Ende noch ein bisschen unsicher und haben das Erstarken von rechtsextremen Parteien und Zunahme von Flüchtlingsströmen, Spaltung der Gesellschaft und Zusammenbruch des Rentensystems unten. Jetzt gucken sie noch mal oben, ob sie da was ändern. Mhm. Altersarmut. Nehmen den Klimawandel doch noch ein bisschen höher. Also gerade sind sie dabei, Inflation, Krieg in Europa und Nahost, Klimawandel und teurer Wohnraum ein bisschen nach oben zu stellen. Ja, seid ihr? Und einigen sich darauf. Ja, habt ihr Lust, was dazu zu sagen, warum ihr euch dafür entschieden habt und was ihr für Gedanken hattet, als ihr das gerade geordnet habt? Also ich denke, dass Klimawandel und Krieg ganz besonders so eine Weltuntergangsstimmung auslösen, dass man sich davon besonders stark auch betroffen fühlt. Deswegen habe ich die auch weiter oben gesehen. Wie geht's dir damit? Ja, wie geht's mir damit? Also mir macht das auf jeden Fall auch Angst. Ich merke halt, ne, wenn man Nachrichten schaut, besonders auch viel auf Social Media unterwegs ist, wird man ja immer und immer wieder damit konfrontiert und man fühlt sich aber auch gleichzeitig halt recht hilflos. Klar, man versucht jetzt beispielsweise, was Klimawandel anbetrifft, so seinen Teil dazu beizutragen. Aber ja, was viele dieser Themen anbetrifft, fühlt man sich häufig recht hilflos. Valeria, du hast ja mit der Wirtschaftskrise so ein bisschen rumgehadert.
Ich glaube, dass das gerade ein sehr großes Thema ist für viele junge Leute. Aber also für mich gehört halt Wirtschaftskrise, teurer, knapper Wohnraum, Inflation so ein bisschen zusammen. Und das ist halt, glaube ich, das, was man gerade extrem merkt oder was viele extrem merken in allen möglichen Bereichen im täglichen Leben, so von früh bis abends. Deswegen, glaube ich, ist das sehr weit oben. Klimawandel steht für mich irgendwie auch so, das wabert seit Jahren irgendwie und wird auch immer extremer. Aber es gibt halt gerade zum Beispiel auch das mit dem Krieg. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen aktueller, brennender vielleicht auch. Also die Angst ist vielleicht akuter und vielleicht ist Altersarmut nicht so weit oben, denke ich mir gerade. Das haben wir auf Platz 3. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es, glaube ich, viele andere Krisen und ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass manche wirklich Klimawandel und Krieg so groß sehen, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, was ist mit der Armut, wenn ich alt bin. Vielleicht haben manche Angst, dass es nicht mal dazu kommt. So gefühlt, es ist das total andere spekulativ und ich finde es auch sehr schwierig, das so zu ranken, weil ja auch dass die Angst davor nicht unbedingt ja auch widerspiegelt, wie es tatsächlich ist. Ganz genau. Genau, und ich glaube, wir versuchen ja auch immer so ein bisschen die Themen zu finden, die die Leute beschäftigen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie jetzt die Realität aussieht von den Menschen, die abgestimmt haben. Also mit Inflation habt ihr 100 Punkte, das ist auf Platz 1. Und zwar mit 65% haben das angegeben. Krieg in Europa und Nahost mit 60% auf Platz 2. Teurer und knapper Wohnraum auf Platz 3 mit 54%. Spaltung der Gesellschaft und Klimawandel auf Platz 4 mit 49%. Altersarmut und Wirtschaftskrise mit 48% auf Platz 5. Und Zusammenbruch des Rentensystems und Erstarken von rechtsextremen Parteien sind mit 44% auf Platz 6 und Zunahme von Flüchtlingsströmen mit 41% auf Platz 7. Ja, innerhalb der Studie wurde auch gefragt, welche Partei die Jugendlichen wählen würden. Und 22% meinten, dass es die AfD ist. Dieser Anteil hat sich fast verdoppelt zur letzten Umfrage. Und der Kilian Hampel, der Politikwissenschaftler ist, meint, dass sich viele junge Menschen momentan nicht von der Politik abgeholt fühlen und die AfD eben das durch unter anderem einfache Sprache hinbekommt. Bei diesen Zukunftsängsten ist es halt auch wichtig, nochmal klarzustellen, was Sorgen und was Ängste sind. Also Sorgen und Ängste haben zwar die Gemeinsamkeit, dass es psychische Zustände sind, aber unterscheiden sich in der Form, wie sie spürbar sind beispielsweise, sich zum Beispiel auch auswirken. Also da unterscheiden sie sich auch. Ich gebe mal ein paar Beispiele zur Veranschaulichung. Also Sorgen sind kontrollierbarer als Ängste, greifbarer und spezifischer. Und Ängste hingegen sind oft unklarer, schwer in Worte zu fassen. Und Sorgen entstehen durch realistischere Befürchtungen als Ängste, während eine Angst halt auch zum Beispiel jemanden in der Handlung lähmen kann und eine psychische Störung auch sein kann, lassen Sorgen zum Beispiel einen auch weiter funktionieren. Und wenn ich ehrlich bin und mir jetzt hier auch die Zettel gerade nochmal so auf den Boden anschaue und auch so in die Zukunft blicke, mache ich mir vor allem Kopf, wie das mit meiner Tochter wird. Ich bin ja auch sehr jung Mama geworden und denke mir halt echt zum Teil, Alter, in was für eine Welt habe ich die Kleine da reingesetzt. Und ja, auf TikTok geht es da auch ein paar Leuten so und da wollte ich euch mal ein paar TikToks zeigen, um genau zu sein, 2. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, diese Welt geht komplett vor die Hunde. Klimawandel, Inflation, Verrohung der Gesellschaft, was auch immer. Ich kann ehrlich gesagt keinen guten Gewissens in diese Welt noch Kinder setzen. Ja, auch die Zahlen zeigen, dass die Quote der Kinderlosigkeit mit 20% konstant bleibt. Wie geht's denn euch so, als ihr die TikToks angeschaut habt? Was habt ihr da so für Gedanken? Kannst du nochmal sagen, was beim ersten stand? Beim ersten geht es einfach um Mädchen, der es ganz schlecht geht in dieser Welt. Und sie sagt, noch ein Grund, warum ich keine Kinder will. Ich möchte nicht, dass sie diese Schmerzen spüren. Ja, die sie hat. Ich glaube, sie bezieht das auf jeden Fall mehr auf psychische Schmerzen. Wie geht's mir, wenn ich diese TikToks sehe? Ich kenne diese TikToks, ich kenne diese Videos, wo Frauen genau aus diesem Grund sagen, irgendwie weiß ich nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, beziehungsweise aus Protest möchte ich keine Kinder bekommen. Das ist ja auch ein Ding. Und ich habe dafür erstmal Verständnis. Vielleicht auch, weil ich mich eher da dazu zähle. Okay. Ja. Mir geht es sehr ähnlich. Ich kann es nachempfinden. Ich kann die Sorgen und die Ängste nachempfinden und würde mich da auch eher sehen tatsächlich. Ja. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie es mir damit geht. Auf jeden Fall sehe ich natürlich auch, dass Kinder die Zukunft sind.
oder die Zukunft sein können vor allem. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich persönlich kann einfach nur mein Bestes geben und sie irgendwie so gut prägen, wie es geht, dass sie uns unter anderem auch eine schöne Zukunft bringen kann. Ja, das ist ja immer diese, vielleicht auch ähnlich wie bei dem Klimawandel, dass man sagt, man als einzige Person kann man ihn jetzt nicht stoppen. Mhm. Man kann vielleicht einen Teil dazu beitragen, aber das richtige Problem liegt vielleicht auch nochmal woanders in den Systemen. Vielleicht ist es ähnlich, wenn man, ich finde, das ist voll das komplexe Thema, um das jetzt so mit ein paar TikToks einzuordnen. Ich finde auch, dass da spielen super viele Gründe mit rein, warum man sich für oder gegen Kinder entscheidet. Ich kann aber verstehen, dass wenn die Angst vor der Zukunft mit so vielen verschiedenen Sachen, wenn ich sie mir auch auf dem Boden so anschaue, so groß sind und so lähmend sind, dass man dann sagt, ich möchte diese Verantwortung einfach nicht tragen, weil ich habe auch neulich dann zum Beispiel gesehen, in was für einer Welt, also allein von der Temperatur Kinder leben werden, die jetzt zur Welt kommen. Das werden wir ja nicht mehr miterleben, nicht mehr so krass. Ich denke auch an meine kleinen Geschwister, die jünger sind und die auch noch mal in einer ganz anderen Welt noch erleben werden als ich. Und ich finde es einfach gerade sehr schwierig, das dann so in so eine Entscheidung dann eine Entscheidung zu fällen für sich. Ist auch super schwer. Und ich meine, ich habe ja ein Kind und ich finde es auch super schwer, die Welt zu erklären. So. Also auch das dann irgendwann mal alles zu erklären. Und früher oder später wird sie sich halt auch damit konfrontieren müssen. Und das lähmt einen halt total. Und davor habe ich auch Angst. Also wie erklärt man das und wie kann man da die eigenen Kinder auch unterstützen, um damit auch gut klarzukommen? Schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, wie ihr zu Kindern und Zukunftsangst steht. Und ich habe euch jetzt noch drei Ängste mitgebracht. Und eine davon ist die Wahrheit. Und ihr dürft mal raten, welche das ist. Und zwar habe ich Angst vor Gullideckeln. Schon immer. Ich habe Angst, auf Gullideckeln draufzustehen, weil ich einfach Schiss habe, dass das runterkracht und ich dann einfach an so einem Gulli hänge und mich niemand retten kann. Ich habe Angst vor einem Taubenangriff, weil mir auch schon mal eine Taube entgegengelaufen ist und die war sehr aggro. Und seitdem traue ich Tauben einfach nicht mehr so. Und ich habe Angst, in Boxen zu fassen, weil ich mal als Kind in eine Box reingefasst habe, wo eine Scherbe war. Und seitdem denke ich immer, in jeder Box sind Scherben und ich könnte mich schneiden. Die letzte. Ja, ich auch. Ich habe das in der Art, wie du das jetzt... Beim zweiten hast du gelacht. Das ist schon ein witziger Taubenangriff. Also, ja. Könnte schon auch... Könnte auf jeden Fall sein, passieren. Aber dadurch, dass sie gelacht... Naja. Du hast mich bei der letzten hat es sich sehr authentisch angefühlt, dass du diese Erfahrung wirklich gemacht hast. Ja, ich finde auch, ich könnte das verstehen, wenn man die Sache hätte. Ah, guck mal, Menschenkenntnis. Eins A. Ja, und recht, das ist mir mal als Kind passiert und seitdem. Es ist aber auch nur bei einer Box, es waren bei Spülmaschinentabs. Da war so eine Scherbe drin. Und immer wenn ich in Spülmaschinentabs Boxen reinfasse, kriege ich sehr Angst, dass da wieder eine Scherbe ist. Voll die spezifische Angst aber auch. Voll. Ja. So Leute, zu meinen kleinen Ängsten kommen wir später. Ich teile mit euch jetzt erstmal meine große Angst. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes als das, was wir vorher gemacht haben, weil das eher mehr was Persönliches, Privates ist. Und zwar habe ich eine echt krasse Konfliktangst. Also ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke, jemanden darauf anzusprechen, dass zum Beispiel sein Verhalten mich verletzt hat oder so. Also zum einen ist es irgendwie voll die Angst vor der Reaktion, wie die Person halt reagieren wird. Ich habe Angst, dass sie auf einmal wütend auf mich sein wird. Ich habe Angst, dass ich auf Missverständnis stoßen werde. Und Konflikte fühlen sich für mich wie so ein richtig krasser Weltuntergang einfach an. Also ich denke wirklich, die Beziehung mit der Person steht jetzt auf der Kippe, weil wir einen Konflikt haben. Obwohl es ja eigentlich in erster Linie einfach erstmal nur so ein Austausch über Gefühle ist. Also wenn ich zum Beispiel zu jemandem gehe und sage, ey, das und das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen verletzt, als du das so und so gesagt hast. Und mich hätte mal interessiert, wie das eigentlich so bei euch ist. Also wie geht ihr so mit zwischenmenschlichen Konflikten um? Ja, ich kann damit auf jeden Fall relaten. Ich hatte das auch ganz lange, dass ich wirklich dachte, oh Gott, wenn ich mich dem jetzt stelle, dann wird alles untergehen. Und irgendwann habe ich aber gelernt, dass das gar nicht der Fall ist. Also zumindest war es bei mir irgendwie so ein bisschen Übung macht den Meister vielleicht. Also umso mehr man das geübt hat, umso leichter fällt mir das auch, aber es kommt auch immer auf die Person an. Also es gibt halt Personen, zum Beispiel habe ich eine Freundin, wir kommunizieren so offen, dass ich mittlerweile weiß, da wird nichts passieren in der Freundschaft. Und bei anderen ist es dann eher so ein, oh, wie wird die Person das aufnehmen? Also wenn ich nicht abschätzen kann, wie die Person das aufnimmt, dann habe ich auch noch sehr Angst.
Aber ich merke immer mehr, umso offener man kommuniziert über das eigene Gefühl und da auch versucht, nicht verletzend zu sein, ist die Reaktion voll auf dankbar. Und das nimmt mir dann ganz oft die Angst. Ich finde es voll spannend, weil ich habe das gar nicht. Also ich habe gar kein Problem. Ist nicht, dass ich jetzt Bock auf Streit habe. Im Gegenteil, ich hasse das eigentlich. Und ich bin ein sehr, also ich möchte eigentlich immer, dass es allen gut geht und so. Aber vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin. Und zwar mit zwei Brüdern, mit denen ich nonstop gestritten habe. Mit einer Mutter, die, ich sag mal so, russischsprachig auch derber vielleicht mal spricht als andere Familien, so wie ich das mal mitbekommen habe. Und deswegen waren für uns Konflikte total normal. Also so die kleinen, manchmal auch die großen. Man spricht einfach sofort darüber und macht das einfach mit sich aus. Und ich habe das Gefühl, es ist bei mir eher so, dass ich relativ frei spreche, wenn mich irgendwas beschäftigt, dass ich das sage. Und dass das manchmal aber auch Leuten zu direkt ist. Mhm. Oder dass es zu vielleicht anders rüberkommt, als ich es meine. Und das finde ich das dann immer sehr schade. Oder das ist dann eher das, was mich beschäftigt, weil ich mir denke, nein, das ist gar nicht böse gemeint. Wenn ich jetzt sage, dass mich irgendwas stört, dann sage ich das, weil mich das stört und nicht, weil ich irgendein Problem mit dir habe. Sondern im Gegenteil, weil ich das Problem lösen möchte. Also deswegen habe ich eigentlich gar kein Problem mit Konflikten, aber ich glaube, andere Leute haben ein Problem, wie ich mit Konflikten umgehe. Eher. Ja, aber das, was du sagst, ist halt voll der wichtige Punkt, weil zwischenmenschliche Konflikte haben ja eigentlich voll den negativen Ruf. Aber eigentlich geht es ja einfach nur darum, eine Lösung dafür zu finden. Also im Prinzip beschreibt ein Konflikt ja einfach nur die Situation, in der zwei verschiedene Meinungen, Interessen und so aufeinandertreffen. Und ich habe dazu so einen geilen Spruch letztens gefunden, wo es hieß, wenn ich ein Problem in unserer Beziehung anspreche, ist das mein Weg, dich weiter in meinem Leben behalten zu wollen. Exactly, so sehe ich das auch. Ich habe eher das, also ich glaube, man muss vielleicht eher bei mir wissen, wenn ich einen Konflikt nicht mehr anspreche, dann habe ich kein Interesse daran, den zu lösen. Und dann ist es halt eher das Problem, weil das ist dann viel schwerer als etwas, was man einfach mal kurz besprechen kann. Und vor allen Dingen, wenn man es nicht anspricht, dann kann sich das auch über Jahre zum Beispiel ziehen. Also wir haben von der Community einen Kommentar bekommen, dass jemand sehr, sehr lange in einer toxischen Freundschaft war. Dazu kam noch, dass die zeitweise ineinander verliebt waren. Also da kam viel zusammen. Und sie konnten aber nie wirklich darüber reden. Und dann hatten sie 3 Jahre keinen Kontakt nach einem krassen Streit. Und jetzt hat sie sich wohl wieder gemeldet und er ist total überfordert mit der Situation. Also es ist so viel Unausgesprochenes einfach im Raum. Was mir da auch vor allen Dingen hilft, damit eben sowas nicht passiert und ich versuche mich da auch so von abzuhalten, so Sachen unter den Teppich zu kehren, ist, dass ich halt versuche, Konflikte als so ein gemeinsames Suchen nach einer Lösung zu sehen. Also, dass ich quasi sage, ey, du und ich, wir sind ein Team gegen das Problem, aber nicht wir beide gegeneinander. Also, das ist quasi nicht das Problem. Und was ich zum Beispiel so ein bisschen als quasi aktiven Tipp so für mich herausgefunden habe, was ich versuche manchmal zu machen, ist, wenn ich weiß, okay, da ist irgendwas zwischen mir und der anderen Person, das stört mich und ich nehme mir vor, das anzusprechen, habe ich ja eher die Tendenz dazu, keine Ahnung, wir begrüßen uns und dann denke ich so, ach, wird schon nicht so schlimm sein, das war doch gar nicht, eigentlich stört mich das doch gar nicht, obwohl ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe, es anzusprechen. Aber was ich dagegen mache, ist, dass ich manchmal schon vorab via Chat oder so ankündige, ey du, da ist gerade was, über das ich gerne reden würde. Ich sage dann auch immer vorab, ey, es ist jetzt nichts Schlimmes, denk jetzt nicht, hier ist jetzt sonst was los. Aber weil ich dann halt einfach nicht mehr die Chance habe, es unter den Teppich zu kehren, weil die Person halt schon weiß, es wartet was auf sie. Das ist jetzt nichts, was ich immer machen will, weil ich wollte gerade sagen, sonst hat die andere Person ja auch Angst. Wenn ich diese Nachricht bekommen würde und du sagst mir dann, ich möchte gleich mit dir was über was sprechen, denke ich mir, okay, what the fuck, was habe ich falsch gemacht? Und habe dann eher Angst davor. Oder was heißt Angst? Oder mach mir dann Sorgen oder überdenke das dann voll krass. Mhm. Aber eigentlich voll schön, wenn dir das hilft. Das Ding ist halt auch, wenn du Konflikte ständig vermeidest, tut das ja auch der Beziehung nicht gut. Wir hatten ja auch gerade das Beispiel, weil man unterdrückt halt die Gefühle, die sich dann anstauen. Und es führt halt auch dazu, dass die Beziehung potenziell halt nicht authentisch ist, weil du zeigst dich ja in deinen Bedürfnissen und in deinen Wünschen nicht so, wie du ja eigentlich bist. Und das kann dann auch wiederum zu einer emotionalen Distanz zu der Person Ja, das ist auch immer mein Argument. Wenn ich etwas sage, was mich nervt, dann heißt das eigentlich, dass wir gut befreundet sind. Ja, stimmt. Das ist das, was ich mir auch immer wieder versuche zu sagen. Und ich merke auch, also klar, ich habe die Angst aus gutem Grund mitgebracht, ich habe sie immer noch. Aber dadurch, dass ich halt eben mit solchen Sachen so verstärkt versuche, daran zu arbeiten, merke ich, dass es zum Beispiel schon mal besser ist als, ich weiß auch nicht, vor ein paar Monaten. Ja. Basically. Also es tut sich auf jeden Fall was, aber es ist halt auch ein langsamer Prozess. Und aber ich habe
bis jetzt schon öfter gute Erfahrungen gemacht, dass einen das dann irgendwie doch näher zueinander bringt. Um dieses Wir-Gefühl zu stärken und daran zu arbeiten, das hatte auch einen Erfolg in einem Kommentar von jemandem aus der Community. Ich lese dir mal gerne vor. Ich wurde in der Beziehung betrogen, kam aber zu dem Schluss, dass es besser ist, an dem Problem zu arbeiten. Nach und nach haben wir uns wieder angenähert und es wurde klar, dass die Lage viel komplexer war als Ehrlichkeit oder Betrug, Liebe oder keine Liebe, Vertrauen oder Misstrauen. Wir sind uns jetzt näher denn je, also nach diesen ganzen Gesprächen und Kommunikation. Jetzt würde ich euch meine kleinen Ängste sagen, beziehungsweise eine davon ist ja wahr, zwei davon sind gelogen. Okay, also einmal habe ich extreme Angst vor Clowns. Seitdem ich ein Kind bin, immer wenn irgendwo jemand im Clownskostüm war, auf irgendeinem, ich weiß auch nicht, wie heißt das? Ich glaube, das ist gelogen, weil du warst doch mal bei so einem Clowns Workshop. Stimmt. Ich habe einen Elefanten hier. Clowns Workshop. Doch, das ist irgendwas. Ich war bei einem Jonglierkurs. Okay. Clown Workshop. Aber ich würde sowas richtig nicht gerne machen, weil ich habe Angst vor Clowns. Entschuldigung fürs Out. That's okay. Gut, ja. Ich habe voll Angst vor Clowns. An zweiter Stelle. Oh nein. An zweiter Stelle sind Hornissen. Ich habe extreme Angst vor Hornissen. Sobald ich die irgendwo einfach nur höre, könnte ich anfangen zu weinen. Wenn mir klingt auch wie ein Propeller. Und da ja, ist kein Propeller. Eigentlich habe ich Angst vor Propellern. Nee, aber so, mir ist es zweimal passiert, dass die bei mir zu Hause reingeflogen sind oder auch einmal in einem Hotelzimmer. Ich versteck mich in der anderen Ecke des Zimmers, ich heule, ich krieg Panik, ist richtig schlimm. Oder ich habe Angst vor Steckdosen. Ich glaube, es sind die Hornissen, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Wer kann lügen und wer nicht? Ich wollte noch sagen, dass ich voll Angst habe, mein Handy aufzuladen. Es gibt da mittlerweile auch so kabellose Ladestationen. Ja, das war gut, weil ich habe... Meine Angst ist das voll gut, danke Valeria. Sind das wirklich alles Ängste von dir auf der Ader? Nein. Nur das mit den Hornissen? Ja. Okay. Das war jetzt voll emotional. Ja, jetzt haben wir kurz Pause machen. Also Leute, habt ihr Bock, wieder ein bisschen ernster über Ängste zu sprechen? Ja. Weil ich habe jetzt einen kleinen Downer. Das war meine große Angst, die ich euch mitgebracht habe. Wir hatten ja vorher dieses Spiel mit den ganzen Ängsten aus der Studie. Und wirtschaftliche Krisen waren da ja auch mit drin oder eine Wirtschaftskrise. Und wirtschaftliche Krisen können tatsächlich auch Auslöser sein für eine ganz besondere Form von Angst. Und das ist die Existenzangst. Und die habe ich ganz doll. Oh, die habe ich ganz doll. Erstmal ganz kurz zur Bedeutung. Meistens geht es um die Angst davor, in eine finanziell so problematische Lage zu geraten, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Also zum Beispiel um Angst vor Arbeitslosigkeit, davor die Lebensgrundlage zu verlieren. Akute Existenzangst betrifft einige mehr als andere. Dazu gehören zum Beispiel Alleinerziehende, Freiberufliche, Menschen in befristeten oder gering bezahlten Jobs, chronisch kranke Menschen, ältere Angestellte, Minijobber oder zum Beispiel auch Leute in saisonabhängigen Branchen. Und ich habe mich das erste Mal ever in dieser Folge mal damit auseinandergesetzt, weil die war einfach immer da, die Angst, und ich dachte, ich muss damit leben. Ich muss einfach damit leben, das ist wahrscheinlich normal, bei dem Beruf, den wir uns hier ausgesucht haben. Und dann habe ich herausgefunden, dass das doch alles so ein bisschen... Ja, dass es doch alles erklärbar ist irgendwo. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass in einem Interview der Psychotherapeut und Unternehmensberater Dennis Mullane was dazu gesagt hat, weil er hat sich auf das Thema Krisenüberwindung spezialisiert. Und er sagt, man kann die Existenzangst grob aufteilen in eine konkrete und eine diffuse Angst. Und eine konkrete Angst wäre zum Beispiel durch Umstände wie Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit oder eine Kündigung eben. Diffuse Angst ist eher vage und da zähle ich mich eher mit rein. Also dass es ein bisschen mitschwingt immer. Also eine dieser Ängste ist nützlich und die andere eher nicht. Die Existenzangst kann uns nämlich eigentlich davor warnen und uns zum Handeln bringen, sagt er. Bei dieser diffusen Existenzangst ist die Gefahr gar nicht so konkret und auch gar nicht so groß, wie es sich manchmal anfühlt. Und dann betrifft es vielleicht auch Leute, die gar nicht so mega viel zu befürchten haben. Also vor allem Menschen, die eher pessimistisch veranlagt sind, die sehen dann eher die Risiken als die Chancen. Und man muss jetzt an dieser Stelle auch ganz klar sagen, ich habe auch voll lange überlegt, ob ich überhaupt darüber reden
möchte in diesem Setting, in dem wir uns befinden, weil wir sitzen hier in einer total privilegierten Situation, Kameras sind auf uns gerichtet und ich denke mir auch so oft, wow, was für ein krasses Ding, dass wir so viele Jahre diesen Job auch bisher machen können in der Form. Aber ich kann das auch voll oft gar nicht so genießen und ich kann das auch gar nicht so realisieren, weil für mich immer die Angst mitschwingt, es könnte bald vorbei sein, es hält bestimmt nicht ewig, was, wenn es danach nicht weitergeht, was, wenn die ersten Falten kommen und die ersten Jobs wegbringen. Also das sind so tausend Sachen, die wirklich ganz, ganz krass bei mir mit drin sind. Und das kennen auch viele, glaube ich, Freelancer und Selbstständige. Es gibt Phasen, da läuft es mal ganz gut. Und dann gibt es Phasen, da läuft es vielleicht nicht so gut mit den Jobs und mit den Aufträgen. Und das gehört einfach so ein bisschen dazu. Und es ist aber auch gleichzeitig eben so diese krasse Leidenschaft. Also es ist so auf eine Art große Möglichkeit und auf eine Art auch sehr großes Risiko, was man hier hat, wenn man was mit Medien macht zum Beispiel. Und wenn es bei mir dann auch von der diffusen in die konkrete Angst geht, dann ist es zum Beispiel, weil eine Jobabsage kommt, was bei mir jetzt vor kurzem mal war. Und dann kommt so eine Achterbahn der Gefühle, weil dann voll viel wegbricht. Genau, und deswegen die Frage an euch. Ihr seid ja auch Teil des Medienzirkus. Habt ihr denn auch irgendwie Angst, die in die Richtung spielt? 100%. Bei mir gerade auch aktuell stärker. Also du sprichst da gerade auf jeden Fall was an, was mich gerade auch selber sehr beschäftigt. Mein Umgang bisher war halt damit, ich habe mich einfach nicht damit auseinandergesetzt und das so ein bisschen ausgeblendet, weil die Konfrontation damit einfach noch mehr Angst macht. Und ich jetzt so erst tatsächlich vor ein paar Tagen mich wieder so richtig damit auseinandergesetzt habe und auch darüber nachgedacht habe, ey, diesen Kanal hier, wir lieben ihn, aber es wird ihn natürlich auch nicht für immer geben. Hoffentlich und, schon, aber man weiß es nicht. Hoffentlich, aber irgendwie fast jeder YouTube-Kanal findet ja irgendwann mal sein Ende. Mhm. Und ja, ich bin jetzt eigentlich auch gerade so mittendrin. Es fühlt sich aber tatsächlich, glaube ich, eher diffus an, weil ich jetzt nichts Konkretes so in dem Sinne habe. Mhm. Nur es ist halt, auch dieses Diffuse macht ja irgendwie Angst, weil es irgendwie da was ist, was man so gar nicht richtig greifen kann und einen einfach ja innerlich stresst. Und bei mir läuft das auch so, dass ich wirklich das so negativ, wie es nur geht, sehe und am Ende wirklich, ja, wie sagt man, den Teufel an die Wand malen. Ja, bestimmt. Ja, sagt man das so. Ne? Ja. Ich habe gerade momentan nicht so viel Angst, irgendwie meine Existenz zu verlieren, weil ich das einfach schon mal ganz extrem hatte, als ich eben frisch Mama geworden bin und dann hatte ich keine Wohnung. Ich habe auch Pfandflaschen gesammelt und so zu der Zeit und habe selbst dann auch mal, das war nicht lange, aber so für 2 Monate selbst nicht viel gegessen, dass eben meine Tochter was essen konnte. Und deswegen schätze ich das voll, dass ich jetzt einen Job habe und eine Wohnung und bin da immer wieder voll dankbar für. Und klar denke ich mir manchmal so, okay, was passiert jetzt, wenn irgendwie Brust raus zu Ende geht? Und dann denke ich mir aber wiederum, okay, dann hast du aber die Berufserfahrung und ich werde dann schon wieder irgendwas finden. Vielleicht nicht etwas, was mich so glücklich macht wie das gerade, aber ich kann gerade meine Miete zahlen, ich kann, weiß ich nicht, manchmal Klamotten kaufen, die mir gefallen und ab und zu mal einen Ausflug machen und da bin ich gerade richtig dankbar und lass vielleicht auch einfach die Existenzangst nicht so zu, ja, nicht so zu. Also wenn die mal kommt, ja, dann schiebe ich die so direkt weg, ja, weil ich mir denke, nee, du hast alles. So. Ja, krass, vor allem, wenn du schon mal in so einer Situation warst, die ja wirklich total akut war. Finde ich aber spannend, dass du dann nicht nochmal Angst hast, davor nochmal in so eine Situation reinzukommen. Ja, aber ich glaube, was da halt noch mit rein spielt, ist, dass ich jetzt wenigstens die Arbeitserfahrung habe, ja, die ich davor eben nicht hatte. Also selbst ja, aber das hilft mir auch. Genau, dass ich mir denke, okay, es wird schon irgendwie. Mir hilft es auch, dass ich mir sage, ich war, bevor ich bei Brust raus angefangen habe, nach dem Studium halt wirklich so in der Situation, ey, ich studiere Journalistik, ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Und ich hätte mir da nicht mal erträumen können, dass ich bei so einem coolen Kanal lande. Und dann denke ich mir, und genauso wie ich mir jetzt auch nicht erträumen kann, was später kommt, dass sich dann auch wieder was ergeben wird. Also es ist halt jetzt so ein bisschen ja eher die optimistischere Seite dann wiederum, die ich versuche einzunehmen, dass ich dann mir sage, ey, ich weiß nie, was kommt. Irgendwas gibt es halt immer. Also es gibt immer irgendeinen Job, den man machen kann, denke ich mir halt so. Ja, vielleicht ist es jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch ein bisschen so diese, nicht nur Existenzangst, sondern auch ein bisschen Versagensangst. Also das, ja, weißt du, wenn das damit einhergeht, ist ja so ein bisschen, dass irgendwas nicht geklappt hat. Mhm. Voll, diese Angst, sich dann halt auch auf mehrere Jobs dann zu bewerben und dann Absagen zu bekommen, die ist ja auch damit einhergehen, ne? Ja, auch, zum Beispiel. Also hat irgendwie ganz viele Ebenen.
Spannend ist auch, dass so Ängste mit dem Älterwerden halt auch mehr werden können. Also umso älter, umso ängstlicher, das kann man schon sagen. Und eben genau wegen solchen Gründen, wie ihr sie gerade auch genannt habt. Aber auch dadurch, dass man sich viel mehr Szenarien ausdenken kann, die irgendwie eintreffen könnten. Also ich sehe das richtig krass bei der kleinen Schwester von meinem Partner. Die klettert halt irgendwo hoch und sieht gar nicht so das Risiko, während ich schon so daneben stehe und so 1000 Szenarien im Kopf habe, was jetzt passieren könnte. Wir landen im Krankenhaus, keine Ahnung. Und sie macht einfach so, lalala, mal gucken, was passiert, weil sie sich halt keine Gedanken darüber macht. Die Lebensumstände sind zum Beispiel auch im Alter ganz anders. Also man hat vielleicht auch viel mehr Angst vor Erkrankungen, vor Entscheidungen, die wirklich das ganze Leben beeinflussen können. Wie jetzt zum Beispiel auch beim nächsten Job oder so. Und Dinge, über die man halt im jungen Alter einfach noch weniger nachdenkt, weil sie einem auch selbst noch gar nicht so krass betreffen. Ich kann auch noch mal sagen, es gibt ein paar Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die aber auch schon mal darüber gesprochen haben, wie sie Existenzangst haben oder auch wie sie damit umgehen. Zum Beispiel die ehemalige Tagesschausprecherin Linda Zerwakis, kennt ihr vielleicht? Ja. Ist ja auch die erste Tagesschausprecherin mit Migrationshintergrund gewesen, deswegen auch für mich lange Zeit ein großes Vorbild. Und sie sagt selbst, sie ist ein Arbeiterkind, hat früher bei ihren Eltern in der Gastro mitgearbeitet, kennt also auch so diese zwei Welten. In einem Interview hat sie dann gesagt, ich habe irgendwo ein bisschen Existenzangst, weil ich die Ängste meiner Eltern mitbekommen habe und ich weiß, wie man Anträge für das Sozialamt ausfüllt. Und das ist demütigend, aber trotzdem wüsste ich, wenn es die Tagesschau nicht geben würde, würde ich irgendwas anderes machen. Und ich wünschte, ich könnte das so sehen wie sie oder auch wie du gerade so ein bisschen gesagt hast, so irgendwas findet man schon. Und auf eine Art kenne ich das auch, wenn man eben mit nicht so viel Geld oder mit keinem Geld aufwächst, wie es bei uns der Fall war, dass man das alles mitbekommt, wie das ist, kein Geld zu haben. Und dann auch zum Beispiel nicht unbedingt versteht, wie es dann ist, wenn man das Geld hat, was man damit macht oder wie man damit richtig umgeht oder dass man es wirklich hat. Also so diese Welten zu vereinen, das kriege ich irgendwie noch nicht so richtig hin, wenn man quasi aus einer anderen Klasse irgendwie in eine andere kommt auf einmal durch einen Job. Also es fühlt sich einfach komisch an, wenn ihr wisst, was ich meine. Vor allem ist bei mir dann auch immer die Angst da, dass das, was ich mir bis hierhin erarbeitet habe, einfach irgendwann wieder weg ist. Und das will ich halt einfach natürlich nicht. Meine Art, mit dieser großen Angst umzugehen, ist es auch immer, wenn möglich ist, als Motivation zu sehen. Also funktioniert manchmal ganz gut. Und manchmal setzt es mich sehr krass unter Druck. Deswegen, was glaubt ihr, kann euch eine Angst auch mal motivieren in einer Situation? Vielleicht macht es das auch bei euch? Wenn ich Angst habe, zum Beispiel jetzt hier zu sitzen und mir zu denken, okay, es sind jetzt, was weiß ich, 10.000 Kameraleute gefühlt und ich verkacke hier komplett. Dann denke ich mir aber, okay, nee, wenn du das jetzt machst, dann lernst du aber wieder was und kannst da dann noch mit noch mehr Erfahrung wieder rausgehen. Und da motiviert mich das dann ganz oft, dass ich mir denke, okay, wenn ich da jetzt echt Angst habe und das jetzt aber durchziehe, dann kann ich danach auch einfach stolz auf mich sein und dann geht es mir eigentlich danach noch besser, obwohl ich davor so Angst hatte. Ja. Ja, voll schön. Bei mir ist es so, wenn ich Angst habe, etwas nicht zu schaffen, hilft mir das aber auch gleichzeitig, weil ich ja weiß, da ist eine Deadline und ich die halt einfach unbedingt einhalten muss oder will. Und das ist dann auch manchmal ein Motivator tatsächlich, vor allem, wenn dann der Druck auch noch dazu kommt. Ja, da auch mit der Existenzangst, die wir vorhin hatten. So, ich hatte so Angst, keine Existenz zu haben, dass ich dann halt dran gearbeitet habe, es nicht mehr zu haben. Jetzt wollte ich euch auch nochmal fragen, ob ihr meine kleinen Ängste oder meine kleine Angst identifizieren könnt. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Okay. Also, habe ich eine Autophobie, also die Angst davor, allein zu sein, Zeit alleine zu verbringen oder generell verlassen zu werden? Das heißt, habe ich zum Beispiel immer Angst, alleine zu sein und möchte immer unter Leuten sein, im Umkehrschluss? Habe ich eine Phobie vom Autofahren, also eine Fahrangst, ins Auto zu steigen, losfahren, trotz Führerschein? Oder habe ich eine Automatonophobie, die Angst vor menschenähnlichen Figuren, also so Puppen, Roboter? Und manchmal auch Automaten, also unbelebte Wesen, die so wirken, als seien sie lebendig. Also ich weiß, dass du nicht so gerne Auto fährst. Ich weiß, dass du aber auch nicht so gerne allein bist. Ich weiß, dass sie aber einen Führerschein hat und dass sie wirklich jeder Situation ausweicht, in der sie fahren muss. Das weiß ich. Ich wusste, du hast keinen Führerschein. Doch, sie hat einen Führerschein und sie ist seit ihrem Führerschein aber sehr selten Auto gefahren. Und mag das auch nicht. Ich bin mir sehr sicher. Ich glaube, Valeria kann an einer Hand abzählen, wie oft sie Auto gefahren ist. Dass sie einen Führerschein hat. Sie hat einen Führerschein. Ja. Das spricht schon Bände. Ja, ich habe einen Führerschein. Ja, ich habe eine Autofahrangst.
Du hast gedacht, ich habe einfach keinen Führerschein und fahr deswegen nicht. Ja, okay. Ich dachte, du hast einfach keinen Führerschein. Nee, ich habe einen. Lol. Seit über 10 Jahren. Ja, aber stimmt, weil ich habe dich noch nie in meinem Leben Auto fahren sehen. Deswegen dachte ich, du hast keinen Führerschein. Es gibt einen guten Grund dafür. Ich habe echt Angst. Ich bekomme da jedes Mal ganz krass Herzklopfen, wenn ich in die Situation komme. Allein, wenn so zur Debatte steht, dass ich vielleicht mal wohin fahren soll, denke ich mir, mach ich nicht. Mhm. Mach ich auf gar keinen Fall. Also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, tue ich das. Und ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass ich einfach nicht so viel Fahrerfahrung habe. Das hat sich irgendwann so ergeben. Ich habe einen Führerschein gemacht, hatte da nicht so coole Erfahrungen auch mit dem Fahrlehrer gemacht und so. Der war so ein bisschen übergriffig. Es war alles keine so coole Experience für mich, keine so schöne Erfahrung. Und dann habe ich es einfach erstmal vermieden, hatte dann kein Geld für ein eigenes Auto. Und jetzt ist 10 Jahre später. Ja, und jetzt bin ich halt in der Situation. Und jetzt denke ich mir, ich finde es so unangenehm, dass ich das jetzt auch einfach nicht mehr machen möchte. Also ich bewusst sage ich mir, nö, solange ich das irgendwie nicht muss, kriege ich das auch ganz gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, und man fährt ja auch so ganz gut damit, ne? Genau, das habe ich dann auch gelernt. Ja. Es funktioniert. Irgendwie fährt immer ein Bus. Ja. Im schlimmsten Fall fährt ein Bus. Yes, wir haben uns ja jetzt alle ganz viele Ängste angeschaut und was wir damit machen, wie wir damit umgehen. Und da kommt jetzt aber natürlich die Frage auf, kann man Ängste eigentlich heilen? Ich hoffe schon. Aha. Entschuldigung, ich hoffe schon. Ja, aber es kommt auch voll auf die Art der Angst an, weil wir haben jetzt uns schon oft angeschaut, Ängste haben ja eigentlich erstmal einen biologisch sinnvollen Grund, sie sollen uns vor Gefahren schützen. Und zum Beispiel jetzt so Zukunftsängste, die sind ja bis zu einem gewissen Grad auch normal, dass Ungewissheit einem Angst macht. Aber wenn es anfängt, uns im Alltag zu belasten oder einzuschränken, dann muss man sich es halt schon genauer anschauen. Also bei manchen Ängsten kann es zum Beispiel helfen, sich einfach damit zu konfrontieren, um immer wieder die Erfahrung zu machen, hey geil, passiert ja gar nichts, ne, dass es einfach nur etwas ist, was man sich ganz böse und schlimm ausmalt und dann in der Realität eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber andere Ängste, die heilt man dann vielleicht nicht direkt, aber lernt vielleicht erstmal überhaupt damit umzugehen. Das ist ja überhaupt mal der erste Schritt, zum Beispiel mit Therapie. Und wenn sie dann aber so extrem ausgeprägt sind, dass man zum Beispiel das Haus nicht verlassen kann, dann kann man auch von einer Angststörung sprechen, bei der dann eben professionelle Hilfe angesagt ist. Aber auch die ist behandelbar. Natürlich jetzt nicht so schnell, also es kann schon länger dauern, aber es ist auf jeden Fall möglich. Cool. Ja, oder? Ist doch ein bisschen erfreulich. Nee, finde ich auch. Das ist richtig gut. Da passt aber vielleicht auch mein Brustraus-Moment ganz gut dazu, weil ich habe ja die Existenzangst als große Angst gehabt. Und mein Brustraus-Moment hat was damit zu tun, denn im Grunde geht es ja dabei die Angst, die Kontrolle über das Leben zu verlieren, bei so einer Existenzangst. Und diese Kontrolle bekommt man in den allermeisten Fällen durch Information. Also wenn man zum Beispiel länger nicht mehr aufs Konto schaut, ist das nicht nur total fahrlässig, sondern verstärkt auch die Angst, weil man keine Ahnung hat, wie viel Geld man eigentlich wirklich hat zum Leben. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Vielleicht weiß man, ich habe noch genug für XYZ. Deswegen gehe ich persönlich jetzt mein Großprojekt Finanzen an. Vielleicht ein bisschen spät für manche Leute, aber besser spät als nie, denke ich. Also so richtig habe ich mir gedacht, volles Programm, Sparplan, Altersvorsorge. Wir haben ja auch gesehen, Altersarmut ist eine große Angst. Sich nochmal ausrechnen, wie viel ist für was okay. Weiß ich nicht. So alles, was damit einhergeht, das mache ich jetzt. Und deswegen mein kleiner Brustraus-Moment. Ich informiere mich über Finanzen. Boah, das muss ich auch machen. Ich habe das bis jetzt auch extrem vermieden, weil mir das auch Angst macht. Ich hoffe, es hilft. So Schüben irgendwie. Ab und zu merke ich, okay, jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Und dann habe ich so 2 Wochen, wo ich mich sehr intensiv damit befasse. Und dann schiebe ich es wieder weg, weil ich mir denke, ich habe ja diese 2 Wochen gehabt. Ja. Ja, aber die kommen dann auch wieder. Ja. Falls ihr irgendwelche Brustraus-Momente habt, wo ihr eure Ängste überwunden habt, dann schreibt das super gerne in die Kommentare. Falls ihr noch mehr Lust auf das Thema habt, Valeria hat in einem Video über Phobien gesprochen und hier findet ihr noch ein Video über soziale Angst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüssi.